Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier für euch aus der Gamescom. Ich drehe mal ein bisschen so ein bisschen zugewandt. Morgenlatte mit Tee, der Breakfast Club Podcast hier auf dem YouTube- und Twitch-Kanal der dritte Spieler. Diesmal in der YouTube-Version von der Gamescom 2016. Heute am zweiten Tag, beziehungsweise dem ersten Tag für normalsterbliche Besucher. Heute ist der 18. August 2016. Und es gibt Frühstück. Jetzt nicht zu laut rühren neben dem Herrn. Oh. Ja, der hat ein bisschen übergeschäumt hier. Der Automat war etwas großzügiger mit dem Milchschaum heute. So, diesmal ist der Trick, den Zucker schon in der Papierhülle zu zermahlen. Bei mir war auch diesmal tatsächlich der komplette Zucker in der ganzen Tüte durchgehärtet. Ich denke mal, das dürfte sein, weil der wahrscheinlich irgendwie Luftfeuchtigkeit gezogen hat, wenn das Ding zu lange auf offen stand. Und in den letzten Wochen hatten wir ja so subtropisches Klima. Ja, genau. Aber ist halt hier so, ne? Kölner Bucht etc. Machst du nix. So. Heute Espresso, kein Cappuccino, kein Double Barrel Shot, kein Cappuccino. Ja, das wär dann quasi Zucker mit einem Schluck Kaffee. Ja, ist auch andererseits, mal was. So Leute geben, die trinken das so. Andererseits, heute hätte ich auch das gebrauchen können. Aber ich glaube, mit dem Espresso fahre ich heute eigentlich ganz gut. Wann war mein Arbeitstag zu Ende? Ich würde sagen, so gegen 1 Uhr nachts. Ich habe in etwa so an die 5 Stunden Schlaf gehabt und dann habe ich mich aus dem Bett gepellt. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ihr seht es jetzt tatsächlich schon auf dem Kanal. Die 3 Videos vom ersten Tag. Einmal der Podcast und ja, okay, gut, Anschluss. Genau, ja, so zumindest so Prost. Mit dem Tässchen brauchst du den mir jetzt nicht. Oh. Einmal klack und dann geht's alles raus. Ne? Monokel rücken, ja. Prost. Halt aber auch echt nicht aus dem Bett gekommen. Ja. Also ich musste dann ja, aber... Was ist zuerst, dass du es am Aber heute habe ich tatsächlich geschlafen. Nicht wie gestern. Ja, also ein bisschen Schlaf hatte er ja. Also ich denke mal, so 2 Videos heute steht da durch. Ein GB habe ich noch. Hast du noch? Bis 21. So, ich habe mir hier so ein gummiges Baguettebrötchen, was das sein soll, mit gekochtem Schinken genommen. Du hast dich wieder an die Laugenstange gewagt. Ja. Die haben die Preise angepasst. Das Frühstück ist teurer geworden. Der Latte Macchiato ist teurer geworden. Du hast ja keinen. Ja gut. Da hatten die irgendwie gestern falschen Preis. War es nur der Latte Macchiato oder? Ja, zumindest bei dem hat er das gesagt, weil ich den nicht hatte. Gestern habe ich 7,95 Euro musste ich bezahlen. Dann hatten sie aber keine 5 Cent, habe ich 7,90 Euro bezahlt. Heute habe ich 8,10 Euro bezahlt. Deswegen bin ich bei 8 im Schnitt. Okay. Der Belag ist jetzt nicht außergewöhnlich, aber kann was. Das kann man essen. So. Das hier kenne ich ja schon von gestern. Ich nehme mal an, diesmal ohne mich voll zu krümeln mit Teller. Dabei sind. Wollen wir uns über das Meet and Greet unterhalten, das wir morgen veranstalten werden, wo vielleicht ein paar Leute kommen könnten? Die Frage ist, in welchem Zeitraum machen wir das? Das sind jeweils in der Mittagspause oder so. Vormittags haben wir ja noch ein bisschen zu tun. Nachmittags rum. Die Frage ist jetzt, wie spät, wie halten das meine Beine und Füße aus? Wie klingt in deinen Ohren 14 Uhr? Was hältst du von der Uhrzeit 14 Uhr? Dann machen wir das jetzt offiziell. 14 Uhr, morgen am Freitag, den 19. August, bei dem eingekringelten Ort, den wir schon über Facebook und Twitter mit euch kommuniziert haben, und zwar zwischen Halle 8 und hier dem Kongresszentrum Nord.
innerhalb des Messeareals. Ihr benötigt tatsächlich ein gültiges Gamescom-Ticket, um auf das Gelände zu kommen. Und auch hier immer noch der freundlich gemeinte Ratschlag. Lasst alles, was ihr tatsächlich nicht wirklich für den Messebesuch braucht, lasst es zu Hause. Nehmt nach Möglichkeit keine Taschen mit. Erleichtert der Security die Arbeit. Und was wir heute Morgen gemacht haben, war die tatsächlich um durchsichtigen Plastiktüte alles. Ja. Handgepäck quasi mit. Dann kann man dem einmal die Tüte dahin stellen und dann kann er da durchgucken und dann ist gut. Schneller kommt man da halt dann nicht durch. Das war heute Morgen eine 10-Sekunden-Kontrolle. Ja, und funktioniert. Die erste Kontrolle gestern hat ein bisschen länger gedauert. Wir müssen auch jetzt mal den Scheiße hinschleppen. Man muss dazu sagen, wir haben dann noch ein paar Vorteile. Wir können Sachen hier im Spind lassen. Müssen sich alles mit wieder durch die Kontrolle nehmen jeden Tag. Und bei uns an der Kontrolle ist auch nicht so viel los. Heute Morgen. Ich bin selber schnell, aber steht an hinter denen, die alle einen Rucksack mit haben, wo alles durchgeführt werden muss. Fun Fact heute Morgen, jetzt vor dem Einlass hier im Pressezentrum, fehlte wohl die Security-Ablösung. Das hat irgendwie nicht ganz so gut funktioniert. Wir mussten ca. 10 Minuten noch warten, bis wir hier tatsächlich einkaufen konnten. Kleiner Fauxpas, kann jedem passieren. Vor allen Dingen gibt es wieder erste Leute, die gehen dann einfach rein. Klar. The News. Marcel, bitte auch nicht einen auf Kings sagen. Das gleiche gilt auch, wenn der Niederwand steht im Schatten. Ja, was treiben wir sonst so? Was geht heute ab? Definitiv noch alle 9, weil wir waren auch noch nicht bei Square Enix. Da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Aussteller, die wir definitiv noch arbeiten müssen. Ja. Hallo. Ich bin auch gleich wieder weg. Nee, du kannst dann sitzen. Ja. Das ist dann The Magic of Videoschnitt, den wir dann einsetzen, je nachdem auch nicht. Das macht nichts. Das kriegen wir ja hin. Ha? Oh, Entschuldigung. Macht nichts. Kein Problem. Kein Problem. Ja, ja, das ist aber auch kein Problem. Sie das ist kein Problem. Kriegen wir technisch alles gelöst. Ja, okay. So. Das ist alles kein Problem. So. Wir hatten gerade Besuch, hier wurde ein schönes Bild aufgehangen. Das genau. Ist tatsächlich vom Bandai Namco Stand, Tekken 7, wo ich gestern eine kleine Challenge hier an den Nevermore... Ja, hättest du mit ihm doch da zocken können. Ja, das wäre es eigentlich gewesen. Ja. Sieht aber gar nicht mal so gut aus. Noch 15 Sekunden zum Match und Law hat schon ein bisschen AP verloren. Ja. Ich gehe davon aus, dass er Spieler 1 ist. Nee, wait. Ja. Rechts stehen. Links, rechts, wait, what? Vielleicht hättest du einfach gegen die KI zocken können. Vielleicht. Ja, wie gesagt, zu Ende sollten wir noch hin. Apropos News, wurde gerade News erwähnt. Ich habe gestern was mitbekommen. Und mir ist die Kinnlade nach unten gefallen. Und ich denke mal, denselben Effekt wirst du gleich auch haben. Oh, oh. Konami. Was ist passiert? Haben jetzt angekündigt, jetzt zum Zeitraum in die Gamescom, einen neuen Metal Gear Solid Titel, der dann in einer alternativen Zeitline angesiedelt ist und das Ganze soll ein Co-op Survival Adventure werden. I shit you not. Lass die Melle mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen. Quasi eine alternative Timeline-Minecraft-Version davon, oder was? Na gut, vielleicht nicht Minecraft, aber wahrscheinlich mehr so Shooter-Koop-Survival. Quasi eine Dead Island-Version.
aber alternative Timeline hört sich schon wieder super an. Aber soll tatsächlich so ein Spiel und nicht irgendwo ein Automat oder. Soll wohl zeitlich nach Ground Zeroes angelegt sein. Das war ja der Produkt zu The Phantom Pain. Ich weiß nicht, inwiefern The Phantom Pain überhaupt eine Rolle spielt oder ob das Spiel quasi die richtige Timeline ist und das Survival Co-op-Ding, die was wäre, wenn Version, auf der sie dann aufbauend dann irgendwie neues Metal Gear machen sollen, ohne The Mastermind Hideo Kojima. Die Fruchtpflege, die nervt mich gerade ein bisschen. So die WTF-Meldung von gestern Abend, wo ich schon gedacht habe, seriously. Ja, keine Ahnung. Das ist ja überhaupt mal was, das sie im Spiel machen wollen. Und kein Pachinko-Automat. Ja. Ich meine, das mal von euch klargestellt. Aber wenn sie jetzt schon so, ich sag mal, mit dem Vermächtnis von Hideo Kojima bei Konami umgehen, aus Metal Gear Solid dann sowas machen zu wollen. Ich gehe jetzt schon einfach mal per se davon aus, dass das Ganze so mit optionalen DLC verfolgt sein wird. So. Ja. Keine Ahnung, also irgendwie gebe ich dem Ganzen keine Chance. Und auch die Reaktion, bis jetzt, die ich im Netz dazu gelesen habe, war nicht die beste. Was ich gestern noch gesehen habe, tatsächlich, was hier No Man's Sky angeht, und hat der Entwickler wohl jetzt gesagt, also dass er kostenpflichtige DLC nicht ausschließt. Und dann denke ich mir schon direkt so, die ganzen Features, die alle... Der Typ verlangt allen Ernstes 60 Euro für so ein Spiel. Ja, das mal bestenfalls, wenn man gnädig ist, Early Access genannt werden kann. Triple Access. Triple Indie Access. Ja. Jim Sterling hat vor kurzem den Begriff Triple Access geprägt, hier bei Titel wie Evolve zum Beispiel. Das war ja auch so ein Trainwreck irgendwie. Evolve war doch letztes Jahr so der Überhype gewesen, oder was vorletztes Jahr? Ich weiß jetzt gar nicht mehr so, ja, aber ja. Es war so der Überhype. Und was ist draus geworden? Ja, und da ist halt irgendwie jede Menge Features, die halt angekündigt worden sind, halt gar nicht im Spiel. Also es geht nicht, Multiplayer hängen sich jetzt alle dran auf, aber es ist halt im Grunde genommen was, man durchaus Singleplayer spielen kann. Mhm. Aber zum Beispiel auch die ganzen Sonnensysteme da, die sind halt so, dass die Sonne quasi so eine Skybox ist und die Planeten sind zusammengeklatscht an einer Stelle. Normalerweise sind die ja so irgendwie so im Orbit um die Sonne verteilt oder mit Sternen. Sollte man meinen, ja. Halt. Und funktioniert das normalerweise. So. Und eigentlich war die Ankündigung mal die, dass dann die Entfernung zur Sonne und so, die Temperatur, die durchschnittliche Temperatur beeinflusst, dass dann halt hier auch die Jahreszeiten und Wetter und sonst irgendwie was und Tag- und Nachtrhythmus vor allen Dingen auch von der Rotation abhängig sein soll und. Das ist alles direkt nach Physikmodell berechnet wird. Und jetzt stehen da feste Planeten an einer Stelle und das eigentliche System mit dem Stern ist eine Skybox. Und das ist nämlich so was, wo ich mir denke, da gibt es jede Menge Beispiele, was das angeht. Und da denke ich mir auch so, ja, wenn der jetzt schon so sagt, so, ja, er schließt bezahlte DLC mal nicht aus. Er hat jetzt noch keine angekündigt. Eigentlich waren diese ganzen Fanboys, sag ich jetzt mal so, die das verteidigen und immer noch nicht einsehen wollen, dass es kein Multiplayer gibt. Ja, wo mittlerweile quasi die Game-Files gecrackt wurden und kein Multiplayer-Code vorhanden ist. Es wurde kein Multiplayer reinprogrammiert. Das ist nachgewiesen mittlerweile. Ja. So. Und die glauben das immer noch. Und die sagen auch, haben auch gesagt, so, ja, das alles, was der mal versprochen hat, kommt in Patches. Kostenlos noch. Das machen die noch. Jetzt haben die erstmal wieder Geld, jetzt stecken die das da rein und machen das alles noch.
So. Und dann denke ich mir schon so, aha. Ne? So nach dem Motto so, was mag er vorhaben? Ja, wenn er jetzt schon mal ganz vorsichtig schon mal sagt, so, ja, also DLC, könnte ich mir auch vorstellen, dass es die mal zahlte. Ne? Dann kommt nämlich irgendwann der DLC von wegen hier, was weiß ich, korrekt berechnete Sonnensysteme oder irgendein Scheiß. Oder der Multiplayer-DLC oder irgendwas. Jede Menge Features und dann von wegen ja nichts kostenlos nachgepatcht. Entweder bleibt es weg oder wir müssen nochmal bezahlen. Bitte ich drauf. Irgendwas passiert da wieder. Weißt du, woran mich das erinnert? Broken Age, das Double Fine Adventure Dilemma. Jede Menge Geld und es war trotzdem nicht genug. Ich habe das Gefühl, diesmal läuft es andersrum. Das Ding hat halt keine Crowdfunding-Kampagne bekommen. Deswegen ist das Spiel wahrscheinlich auch so teuer geworden, weil der sich halt komplett verhaftet hat mit dem, was das Spiel können und bringen muss. Musste dann am Ende Kompromisse eingehen, als er festgestellt hat, unsere Kohle reicht jetzt zum Anfang nicht aus, um das da so reinzukriegen. Und probiert dann jetzt im Nachhinein noch für ein Vollpreisspiel dann so vielleicht noch an Geld zu kommen, um die Features reinzureichen, die wahrscheinlich von Anfang an so versprochen worden sind. Oder, was fast genauso schlimm ist, dass von der Community erwartet worden ist, dass diese Features drin sind. Weil diese Erwartungshaltung halt da war, durch den generierten Hype. It's Tim Schafer all over again. Reddit-Liste, welche Features wann versprochen wurden, mit Links zu den Quellen und Videos und Interviews und sowas, wo er das gesagt hat. Und was davon alles nicht drin ist. Das ist eine Riesenliste. Teilweise eher kleine Sachen, die nicht so wichtig sind, aber die Liste an sich ist einfach riesengroß. Und teilweise halt auch so heftige Sachen, weil einfach eigentlich das ganze Spiel, was Exploration und auch Sachen finden, Materialien finden und so Ressourcen angeht, sollte eigentlich völlig darauf basieren, dass diese Planeten so unterschiedlich sind, durch ihren Orbit in den Sternen. Und das ist komplett weggefallen. Ich kann dir ein Spiel nennen, wo genau das der Fall ist. Wir haben es vor einiger Zeit gespielt, sogar in zwei Seasons. Das Ding heißt Starbound und ist mittlerweile aus Early Access raus. Und das Version 1.0 hat sie erschienen. Wir hatten schon ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, aber wir haben es geschafft. Und das Ding kostet einen Bruchteil von No Man's Sky. Ja, und das erinnert aber auch, No Man's Sky erinnert an das, wie Starbound früher in Early Access war. Ja. Als sie noch Hunde-Fotos getwittert haben, statt das Spiel zu programmieren. Aber die Kritik an Starbound hat ja offenbar gewirkt. Ja, bei anderen Spielen hat das nicht funktioniert. Starforge zum Beispiel. Wir reden Leuten, nicht... Haben. Ja, ich auch. Wir reden nicht über Starforge. Ist er nicht, ne? Es lohnt sich nicht, darüber zu reden. Es tut weh. Es tut einfach nur weh. Starforge ist auch komplett fallen gelassen, wie eine heiße Kartoffel. Ne? Da passiert nichts mehr. Das ist völlig durch. Nee, nicht wundernswert, dass Starforge kein Double Fine gefoltert alle DF9 Space Adventures. Mhm. Nee, Space Station oder so, keine Ahnung. Ich wollte immer sagen, nach Motto, so, das war's, spiel ich jetzt quasi veröffentlicht, aus der Access raus, aber es ist natürlich nicht mehr ansatzweise zu Ende entwickelt. Ja. Und wir vertrauen darauf, dass die Community durch Mods das Spiel dann so ergänzt, wie wir es eigentlich angekündigt hatten. Ja. Was No Man's Sky tatsächlich den Arsch noch retten könnte, Mod Support. Abwarten, ob und wieder kommen. Müssen die Entwickler ja auch erstmal da reinprogrammieren. Ich bin mir nicht sicher, ob die alles, was die gerne an Features gemacht hätten, überhaupt programmieren konnten. Oder ob das nicht vielleicht nicht nur wegen Geld gescheitert ist, sondern weil sie es nicht geschafft haben. Wirklich.
größer als der Fisch. Deine Beine sind etwas länger, als du dachtest. Das war gut, ein gutes Frühstück. Habe ich gebraucht. Ja. So, eigentlich schade, ne? No Man's Sky hätte ich jetzt gerne mal gefunden. Vielleicht sind die ja in dem Indie. Ach nee, warte, es ist ja AAA, warum sollten sie im Indie stand sein? Ja. Ja. Ich habe es zumindest an einem Sony-Stand nicht gesehen. Also das lässt auch schon ein paar Rückschlüsse. Ich glaube, bei Sony werden einige Leute sich wahrscheinlich ziemlich darüber ärgern, dass sie da denen damals machen die Publishing von denen oder was? Oder einfach nur nach dem Motto, so hier, wir sind Sony, guckt euch das hier an? Glaube zumindest für die Konsolenversion, dass Sony da das Publishing gemacht hat. So ganz hundertprozentig bin ich mir da jetzt nicht sicher. Ich glaube, die Konsolenversion gibt es überhaupt nur deswegen. Ja. Was auch lustigerweise den Effekt hatte, dass es tatsächlich hier diese OpenGL-Konsolen-PS4-Version gibt. Auch am PC. Und zwar nur. Es hat wohl gar keinen Support für DirectX, egal was man sonst einstellt. Ja. Der viel versprochen hat. Leider, das, was er versprochen hat, auch wirklich ein richtig geiles Game gewesen wäre. Und dann grandios gescheitert, aber nichts gesagt. Kommunikation ist der Schlüssel. Hätte irgendwann einfach hingehen sollen und sagen sollen, Leute, das und das Feature kriegen wir nicht hin. Tut uns leid, ist halt so. Ja, statt zu sagen so, ja, probiert das mal nicht aus, das dauert eh viel zu lang, wie mit dem Multiplayer. Ne? So, wo er versucht hat, durch Reden die Leute davon abzuhalten, rauszufinden, dass es nicht da ist. Ja, und dann einfach mal so, um dann irgendwie dann von der reinen Motto, wir wollen nicht, dass ihr euch das spoilert. Was spoilert, dass das Spiel im Endeffekt dann quasi ein einziger Grind ist. Ein einziger ewiger Grind. Die Leute wieder Spaß dran haben. Manche Leute, die haben jetzt irgendwie 100 Stunden Spielzeit und spielen sie immer noch. Ja, ist ja in Ordnung. Solange die Spaß dran haben, aber ist okay. Aber ändert nichts daran, dass es gegenüber den Ankündigungen ein völlig anderes Spiel ist, und zwar nach unten. Naja, gut, okay, genug davon. Ich trinke jetzt mal einen Kaffee und dann. Apropos Ankündigung, Final Fantasy 15 wird verschieden, ich denke mal da, das sprechen wir mal ganz kurz an. Sollte ja gegen Ende September erscheinen, wurde jetzt auf Ende. Ja, ja, weil lustigerweise noch der Release-Termin auf den tollen Alterspension draufsteht von Final Fantasy 15. Und zwar mit dem 30. September 2016. Aber es verschiebt sich tatsächlich um 2 Monate. Die Begründung finde ich nachvollziehbar, weil sie nicht wollen, dass die Sachen, die sie noch patchen müssen am Spiel, so ein gigantischer One-Day-Patch. Dass die den dann nicht runterladen müssen, sondern tatsächlich das Spiel fertig gepatcht auf den Markt bringen. Ja. Und das finde ich lobenswert, dass Square Enix hingeht und sagt, nach Motto, wir wollen jetzt nicht, dass ihr euch jetzt ein Day One Patch ziehen müsst, weil wir das nicht auf die Reihe gekriegt haben, dass wir jetzt nicht hinzukommen, sondern wir verschieben das Spiel, damit das Spiel tatsächlich in einem fertigen Zustand im Laden steht. Und dahinter kann ich stehen. Das war ja auch irgendwie so lustig bei No Man's Sky wieder. So alle. Wir kommen nicht von vor dem Release, weißt du, dann ist ja die PS4-Version geleakt. Und alle. So, ja, das beheben die alles mit Day One Patch. Alles. Stellt sich raus, nein. Fast nichts davon. Ein bisschen Performance verbessert haben die, sonst haben sie nichts gemacht. Und ich glaube, 1, 2 Exploits haben sie gefixt. Sonst auch mit 3 Day One Patches nicht. Ja, das ist auch. Es ist auch kein einziges Feature nachgepatcht. Aber die Leute sind so verrückt, die sagen, so lange bis es wirklich absolut klar ist, dass es nicht gemacht wurde, sagen die, ja, die machen das. Die setzen sich auch hier hin und sagen, ja, in einer Sekunde sind No Man's Sky alle Features drin, die jemals versprochen wurden. Ja. Und dann stellt sich raus, oh Mensch, jetzt ist die Sekunde vorbei und es ist nicht passiert. Ja, dann aber in der nächsten. Ja, ja. Beim nächsten Mal. Ja gut, ich habe 60 Euro ausgegeben, das muss ich den Entwickler bieten oder so. Ja, genau. Irgendwie so. Der,
der Wille, den eigenen Kauf rechtfertigen, auch wenn es wahrscheinlich ein Fehlkauf gewesen ist. Man musste bloß nicht irgendwie einsehen, dass das Produkt, das man tatsächlich gekauft hat, nicht das perfekte Produkt ist, für das man selber noch gehypt hat. Die Sache ist, den Hype hat ich würde das Spiel ja selber kaufen für 15 Euro. Ja, für 15 Euro, ungefähr zum selben Preis. Für Starbound. Für Starbound, ja. Aber nicht für 60. Nee, definitiv nicht. Naja, gut. Wollten damit aufhören. Nichts mehr über No Man's Sky. Ja. Wir werden ich heute gucke aber nach, ob wir die finden. Ich denke nicht, dass sie sich zeigen. Das ich glaube es auch nicht. Also ich, sag mal, ich glaube auch in der... Was war das? Wir hatten das doch schon mal, dass wir irgendwie dachten, so wenn die jetzt hier auf der Gamescom wären, ne? Da war schon mal irgendwas. Irgendein Entwickler, der da auch so irgendwie voll groß in der Kritik dann war und dann nach dem Motto, wenn die jetzt auf der Gamescom wären, spätestens am Publikumstag und die normalen Leute reinkommen. War das nicht vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren hier mit Deep Silver wegen Sacred 3? Kann sein, ja. Deep Silver war bei da, aber mit Sacred 3 haben sie halt nicht gezeigt. Das war auch so ein Spiel, ne? Das war viel zu teuer für das, was es war. Gut, es war für die Reihe war es dann auch scheiße als Fortsetzung als Teil 3, ne? Aber das war auch so ein Spiel für 10 Euro. Hätten wir das so spielen können, das hat ja funktioniert. Heute planen auf jeden Fall, wir werden uns noch weiter ein bisschen die Halle 9 vornehmen. Wir hatten ja letztes Mal mit Nintendo aufgehört. Wir werden definitiv Tetris Charity mit abschatten. Vielleicht gibt es tatsächlich heute wieder das der dritte Spieler vs. Tetris Charity oder umgekehrt, je nachdem. Und hast du trainiert? Mein Arbeitstag war lang, bis 1 Uhr. Aber ein paar Sachen kriege ich noch hin. Ich muss nur wieder so ein bisschen Sachen ins Gedächtnis. Wer weiß, ich denke mal, ich werde die nächsten Male mal wieder ein bisschen beim Tetris-Training teilnehmen. Wir selber ein Tetris-Training machen. Wir machen unser eigenes Tetris-Training mit Blackjack und Nutten. Ja, außer Blackjack und Nutten und kein Tetris, weil sonst bist du der Einzige, der da trainiert. Ich meine, du kannst ja Tetris trainieren, während alle anderen sich mit Blackjack und ja. Genau. Ja, würde ich sagen, beenden wir den Frühstücks-Podcast an dieser Stelle. Das war's von uns. Mein Kaffee ist leer. Mit diesem Video. Kaffee ist leer. Wir sind glücklich, wir sind gesättigt. Wir werden uns jetzt gleich aufs Messegelände bewegen und dann legen wir mal los. Ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß mit unseren Videos. Wenn ihr auf der Gamescom seid, denkt dran, morgen am Freitag, den 19. August 2016, um 14 Uhr auf dem Boulevard zwischen Halle 8 und dem Pressezentrum, Kongresszentrum Nord. Wisst ihr Bescheid? Die genaue Ortsbeschreibung hatte ich ja schon über Facebook und Twitter bekannt gegeben. Bitte beachtet auch, dass wenn tatsächlich mehr Leute kommen, als ich jetzt eigentlich irgendwie so eingeplant, eingerechnet habe, dass wir dann tatsächlich, hört auf die Security, arbeitet mit den Leuten zusammen und nicht dagegen. Wenn die sagen, ist nicht, dann halten wir uns natürlich daran. Echt, wir haben gute Connections zu der Security aufgebaut, das ist wichtig. Also auf jeden Fall an dieser Stelle. Sind wir bei jeder Messe hier und machen hier Security, da ist aber hier vorsichtig gesagt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Shoutouts an WIS Sicherheit und SEC Security. Ja. Die machen echt guten Job. Super freundlich. Gründlich. Top. So, wir sind wieder unterwegs. Und ihr guckt euch hoffentlich unsere weiteren Videos von der Messe an. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.